Nicht mal eine Sekunde hat man seine Ruhe. Ich komme, verdammt. Wow. Attitüde, mein Freund. Hey Bruder, wenn du eine Frage hast, schieß los. Was machst du denn hier denn, was macht man denn hier in der Gegend, wenn man Spaß haben möchte? Falls du es nicht bemerkt hast, ich bin beschäftigt. Ich habe keine Zeit für Spaß und ganz sicher keine Zeit für eine Plauderstunde mit jemandem wie dir. Ich habe Zeitdruck. Siehst du das nicht? Und alle anderen auch. Wenn du auf der Suche nach Spaß bist, dann verschwinde von hier. Versuche es bei der Freiheit oder was weiß ich wo. Wir sind hier nicht im Kindergarten. Hast du mich verstanden? Wie wäre es, wenn ich dir in den Arsch trete? Bist du dann etwas netter? Wie wäre es, wenn ich meine Jungs rufe? Bist du dann weniger vorlaut? Das ist mein Ernst. Mach nur weiter so und meine Männer werden dir liebend gern eine Lektion erteilen, klar? Du kennst niemanden und niemand kennt dich. Du würdest dermaßen was auf die Fresse bekommen, dass nicht einmal deine Mutter dein Gesicht von deinem Arsch unterscheiden könnte. Du würdest dir wünschen, lieber von einem Zombie gefressen zu werden. Verdammt nochmal, wieso muss ausgerechnet ich es jeden Tag mit Idioten wie dir zu tun bekommen? So viele Wichser versuchen mir den Tag zu vermiesen. Es interessiert keine Sau, dass ich hier ein Geschäft führen muss. Wegen hirnverbrannten Kunden wie dir gebe ich mir irgendwann freiwillig die Kugel. Ich glaube, der ist ein bisschen mit den Nerven durch. Hast du was Besonderes im Angebot? Bist du blind oder was? Ein kleiner Tipp für die Verblödeten unter uns. Alles, was du hier siehst, ist etwas Besonderes und im Angebot. Das hier ist keiner dieser bescheuerten Läden, in denen der Verkäufer um den Kunden herumschwirrt. Wenn du etwas willst, bezahlst du mich einfach, nimmst das Zeug und verschwindest. Wenn du nichts willst, verschwindest du nur und verschwendest nicht meine Zeit. Herrgott, all diese Spinner, die hier reinschneiden und mir auf die Nerven gehen mit ihrem »Zeig mir das« oder »Führ diesmal vor«, als ob ich euch Trotteln irgendwas schuldig wäre. Einfach kaufen und gehen, ist das so schwer? Du gehst. Oh. Endlich. Ja, der Typ hat eine böse Attitüde. Also er hat schon ein Seva-Suit, aber nichts anderes. Das blöde Panzerkarre ist nur bei 15. Der hier war von Anfang an bei 30. Das ist wirklich schwierig. Naja, ich habe hier noch ein bisschen Zeit zum Überlegen. Das war die Konsole. Ja, ein sehr freundlicher Geselle, wie man sieht. Ich glaube, hier versucht man das ein bisschen von Shadow of Chernobyl, hat man den Spieß ein bisschen umgedreht. Erst die Wächter, die gut waren, und dann die Freiheit, die so ein bisschen böse dargestellt wurden, und jetzt genau andersrum. Was kann ich für dich tun, Stalker? Ui. Wie kann ich dir helfen? Gar nicht. Doch. Zeit ist Geld, fang also schnell an zu reden. Ein paar Sachen. Mit ein paar Sachen kann man hier durchaus, kann ich denen durchaus helfen. Wie bestimmt. Erzähl doch bitte. Hey, komm zu den Wächtern. Der Fraktion für echte Männer. Hast du irgendeine Arbeit für mich? Da gibt es etwas. Ich suche schon seit längerem nach Diagrammen für einige Verbesserungen. Wenn du welche findest, nimm sie mit und bring sie zu mir. Hier hast du eine Liste von denen, die ich brauche. Ja, das ist alles für das MG. Das ist nichts wert für mich. Aber gibt ordentlich Geld, ne? Okay, ich bring dir alle, die ich finde. Welche Waffenverbesserungen bietest du so an? Alle Arten von Verbesserungen. Naja, fast alle. Die Techniker der Wächter sind die besten der Zone, klar? Das hat mir bis jetzt, glaube ich, jede Fraktion gesagt. Ich kann deine Knarre besser ausbauen als irgendjemand sonst. Ich kann besser als irgendein anderer dafür sorgen, dass du kugelsicher bist. Kurz gesagt, ich bin ein Profi. Recht überzeugt von sich. Redest du immer so viel? Was sollte ich deiner Meinung nach an dieser Waffe verbessern? Bei mir ist der Kunde König. Ich mache, was du willst. Wir könnten eine bessere Sturmwaffe daraus machen oder sie besser für Scharfschützenaktionen abstimmen. Aber da geht nicht sehr viel. Oder du lässt die Waffe so, wie sie ist. Redest du immer so viel? Stellst du immer so viele Fragen? Zu viel Neugier schadet der Gesundheit. Vergiss das nicht. Kann der die weiter ausrüsten? Nee. Wer war denn nochmal für die Chaser verantwortlich?
Oh, da kommt der Nisa. Weggeduckt, aber trotzdem noch so laut. Hier läuft jetzt übrigens die ganze Zeit die Mucke, die auch in Shadow of Chernobyl in 100, in 100 Rad gespielt wurde. So, grüne Kiste. Mit nichts drin. Ah, ein Mann aus dem Volk. Was ist das Problem? General Krylov. Guten Tag, Söldner. Was suchst du hier? Ich muss einen Eingang in die Katakomben unter dem Agroprom-Institut finden. Ich kenne nicht viele, die freiwillig darunter gehen würden. Hast du eine Ahnung, was dich da erwartet? Es sind Katakomben, so wie viele andere auch. Sollte nicht allzu gefährlich werden, würde ich mal sagen. Sollte nicht allzu gefährlich werden. Ha. Nach unserem Entschluss, den einen Seitentunnel zum Einsturz zu bringen, hat sich die Lage wirklich geändert. Ich denke, wir haben es mit dem Sprengstoff etwas übertrieben. Die Explosion hat zwar einige Wände eingerissen, aber dafür andere Wege zu neuen Höllen geschaffen. Daraufhin sind unsere Truppen schneller von einem Mutantenschwarm überrannt worden, als du Blutsauger schreien kannst. Viele unserer Jungs haben es nicht mehr zurück an die Oberfläche geschafft. Und jetzt? Ich habe angeordnet, dass alle Ausgänge verschweißt werden. Das hat zumindest für einige Zeit geholfen. Die Mutanten haben dann aber angefangen, Löcher in die Erde zu graben und sind von unten eingedrungen. Während wir ein Loch blockiert haben, haben sie schon wieder ein neues gegraben. Allem Anschein nach verfolgen diese Mutanten nur ein einziges Ziel. Sie wollen uns um jeden Preis vernichten. Und wie gelange ich jetzt in die Katakomben? Ich werde dir helfen, unter die Erde zu gelangen, aber dafür schuldest du mir einen Gefallen. Also gut, hier auf dieser unterirdischen Karte ist eine Pumpstation eingezeichnet, die das Grundwasser absaugt. Wenn du die Pumpe ausschaltest und das Tankventil öffnest, überflutet das Wasser die Höhlen. Und die Mutanten werden endlich Ruhe geben. Da hast du recht. Feldwebel Chersov, ich schicke einen Söldner zu Ihnen. Er will unter die Erde vorstoßen. Sorgen Sie dafür, dass er das Loch erreicht. Hat sich wirklich jemand bereit erklärt, in dieses Loch zu kriechen? Ja, in der Tat. Achten Sie darauf, dass er genügend Munition hat. Jawohl, General. Bis später. Sollte ich mir Sorgen machen, dass da... Naja. Gut, wo muss ich überhaupt hin? Da unten. Also dann, ab unter die Erde. Und das war jetzt... Naja, wir kommen da ja später nochmal hin. Save the Innocent. Ausdauer. Ich habe doch das Ausdauer-Artefakt drauf, ne? Ja. Naja. Hier sollte ich vielleicht etwas größeren Umweg machen. So. Nicht unter meinem Befehl vorrücken! Der Kampf ist... Der Feind ist in der Nähe! Da vorne hat es schon einen zerlegt. Ich wette, nicht genau. Hui. So, du bist Chersov. Сталкер, мы тебя ждали. Подходи, объясню, что к чему. Ja? Du bist also der Mutige, der sich in die Katakomben wagt, hm? Überleg's dir gut, wir haben dort unten schon mehr als ein Dutzend unserer besten Kämpfer verloren. Da wimmelt es von Monstern und wir können nichts gegen sie unternehmen. Ja, General Krylov hat sogar angeordnet, dass alle Ein- und Ausgänge verschweißt werden. Ich werde nach unten gehen und die Höhlen fluten. Wäre natürlich toll, wenn ich es auch wieder zurückschaffen würde.
Nun ja, wenn du das schaffst, da werden die Wächter in deiner Schuld stehen. Gleich hier haben wir eines der Löcher, aus denen die Monster immer noch an die Oberfläche kriechen. Es wird dich direkt unter die Erde führen. Pass auf dich auf und geh sparsam mit der Munition um. Viel Glück. Ja, und hier haben wir eine Spaß. Oder SPSA. Danke. Was hast du im Angebot? Was ist da eigentlich drin? Keine Ahnung. Okay. Na, gut, aber die ist jetzt auch abgegradet. Ich bleib trotzdem bei ihr hier. Bei der hier. Gut. Ich hoffe, dann finden wir den später auch nochmal, damit ich mir das alles, was er im Angebot hat, auch holen kann. Oder kann ich da jetzt... Ich kann jetzt ein paar Sachen verkaufen, ne? Wie geht? Ja, jetzt bräuchte ich das blöde, verscherbelte Geld. Wie viel Geld bringt es eigentlich? 3.100. Der gibt mir kaum was dafür, das kann ich vergessen. Ja, ab unter die Erde, würde ich mal sagen. General Krylov hier. Hör mir zu. Du musst immer auf der Hut sein. Unter der Erde wimmelt es von Mutanten. Laut der Karte befindet sich die Pumpstation ein Stockwerk über dir. Ich habe dir die Koordinaten übermittelt. Sei vorsichtig. Viel Glück. Ja, yep, und wir haben etwas Zeitdruck. Denn das kommt näher. Ich habe das Gefühl, das Nachladen geht auch schneller. Und so viel kann ich schon mal sagen, hier in diesen Einsparungen ist nicht großartig irgendwas von Wert. Ich glaube, da habe ich schon mal alles ganz gut abgeklappert in einem meiner Spielstände. Oh, da kommen sie raus. So. Und das kommt immer näher, also ab nach oben. So, wir bekommen ordentlich Sachen und immer wenn man ordentlich Sachen bekommt, dann weiß man, was, was einem bevorsteht. Psi-Emission kritisch. Und da haben wir auch den Grund dafür, dass Psi-Emissionen kritisch sind. Jetzt will ich gerade mal gucken, ob wir hier unten irgendwas haben. Oh ja. Es tut immer noch ein bisschen weh. Was? Das hier, ne? Nein, dann das hier, ne? Wir müssen uns ein wenig beeilen, denn ich glaube, dass mit den Psi-Sachen, mit dem Psi-Mist, der wird nicht besser. Obwohl wir jetzt den Controller ausgeschaltet haben. Aber ich will ja auch nicht hier einfach nur so durchrushen. Allerdings gibt es hier nicht großartig irgendwas, was man holen könnte. Was soll das hier überhaupt darstellen? Ist das eine Kläranlage? Ich meine, Pumpstation wurde irgendwas gesagt, aber das hier sieht mir eher nach einer Kläranlage aus. Hm. Da
führt doch nicht umsonst eine Leiter lang. Ausdauer bitte wieder rein. Danke. Nun gut. Alles klar. Los. Renn, 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 renn. Gibt's hier sonst noch irgendwas, was man mitnehmen könnte? Nein? Gut, dann lohn. Hier haben wir natürlich kein einziges Versteck. Oh, 18 Sekunden. Geht weg, ihr Rattenviecher. Geht weg. Und geflutet. Gut gemacht, Stalker. Jetzt, da die Tunnel überflutet sind, dürfte alles etwas einfacher werden. Wir stehen in deiner Schuld. Melde dich bei mir wegen deiner Belohnung. Oh! Hey! Hier sind Dieben unten. Meine Güte! Ich werde dir einfach die Hand kaputt schießen. Ja. Hat was gebracht. So, drei Stück noch. Und der aufmerksame Zuschauer wird es wahrscheinlich schon gesehen haben. Wir sind in der Nähe von Streloks Versteck. Nur diesmal ist hier noch ein bisschen mehr abgesperrt. Und bevor ich da hochgehe, möchte ich jetzt erstmal gucken. Ja, man sieht nichts. Wo hier noch Feinde sind. Verdammt, ich hätte ihm einfach... Ja, oder so. Ey! Komm noch mal her. Na komm. Put, put, put. Na komm. Das Blöde ist, er hat eine Schrotflinte, das heißt... Augen auf! Das heißt, dass er nicht damit umgehen kann. Jetzt. Meine Güte. Ach, jetzt kommen sie alle, oder wie? So, dann nochmal bitte der mit der Schrotflinte. So. Was machen die überhaupt hier unten? Und wir haben dies... Oh, zu schwer beladen. Wir haben dies bitteschön geschafft, hier unten überhaupt dann zu überleben. Bei den ganzen Mutanten? So, ab zu Streloks Versteck. Sieht noch ein bisschen leerer aus, wa? Aber das ist immer am gleichen Platz. Männer, hier spricht Strelok. Hätte nicht gedacht, dass mich der Doc so schnell wieder zusammenfliegt. Ich habe gehört, dass jemand von unserem Erfolg erfahren hat und sich mit uns in Verbindung setzen will.
Dabei habe ich kein gutes Gefühl. Ich fürchte, wir müssen uns mit unserem nächsten Abstecher ins Zentrum beeilen. Hey, Strelok, schön, dich wieder unter den Lebenden zu sehen. Feng und ich haben alle nötigen Teile gefunden und zwei Decoder gebaut. Wir haben sie beide in einem Versteck in der Nähe des Schmelzers gelassen. Wenn wir zum Zentrum aufbrechen, holen wir sie wieder. Das sind tolle Neuigkeiten, Ghost. Unser Plan sieht so aus. Wir können es unterirdisch nicht schaffen. Deswegen führt der einzige Weg am Schmelzer vorbei. Ich bin auf dem Weg zu Sacharow, um ein Gerät abzuholen, das uns in einem Stück am Schmelzer vorbeibringen könnte. Wartet bei den Militärlagern auf mich. Söldner, hier spricht Lebedev. Die Unterlagen aus dem Lager erklären einiges. Wir wissen jetzt, dass Treloks Gruppe es bis ins Zentrum geschafft hat und dass sie das erneut vorhaben. Übermütige Narren. Wenn sie Erfolg haben, werden sie eine zweite große Emission verursachen. Die wäre so groß, dass sie jedes Lebewesen in der Zone vernichten würde. Und die Zone selbst würde instabil werden. Das dürfen wir nicht zulassen. Strelok ist zum Yantasee gegangen. Du bist ganz in der Nähe. Versuche, ihn dort abzufangen, während wir uns um Feng und Ghost kümmern. Alles klar. Jetzt will ich doch noch mal kurz zurück, weil da vorne ja die Treppe hochging. Ach, verdammt. Wir sind ganz leicht über dem Limit. Kann ich irgendwas wegwerfen? So. Wenn wir nämlich nicht über dem Limit sind, ist das mit der Ausdauer auch wieder ein bisschen besser. So, was haben wir denn hier oben? Nichts. Das ist ja eine Menge. Und so, ja, jetzt sind wir doch wieder drüber. Ja, dann gehen wir halt ganz normal. Ja, hier ist der Agroprom-Untergrund noch etwas kleiner. Und das dürfte dann auch aufklären, warum wir nicht durch den Eingang rein konnten, den wir normalerweise kennen. Weil wenn das jetzt schon auf der Karte nicht eingezeichnet ist und wenn hier alles abgesperrt ist, dürfte das so ein Dead End sein. So. Dann gehen wir mal weiter. Die Minimap zeigt niemanden in der Nähe an. Das heißt, wir sollten hier eigentlich in Sicherheit sein. So viel dazu. So, was machen die? Sind das Feuertypis oder... Es sind Feuertypis. Au! Was? Direkt da, wo ich gestanden habe? Das ist ja frech. Das ist sehr frech. Dann versuche ich mich mal nach oben durchzuschlagen, ohne dabei zu sterben, wenn es geht. Das heißt, in Bewegung bleiben. Ey, wie fies ist das denn? Na, gehst du weg? Scheiße, zu erschöpft. Oh oh. Das ist nicht gut. Wir müssen Sachen loswerden. Ansonsten wird das ein sehr kurzer Kampf. Entladen und weg damit. Entladen und weg damit. So. Unter dem Limit. Das heißt, das dürfte jetzt besser klappen. So, einen haben wir. Bisschen höher, damit die Schrotflinte etwas wirksamer wird. Das war Nummer 2.
Oh, da sind ja doch noch mehr. Jetzt nicht, den letzten. Aber einer müsste hier noch sein. Oder habe ich den doch erwischt? Ich glaube, den habe ich eben doch aus Versehen erwischt. Gut, dann hat sich das auch. Waren die Banditen dann vielleicht hier unten gefangen, weil sie hier nicht durchkommen? So. Ernsthaft? Wie bin ich da denn jetzt runtergefallen? Nein. Vor allem wo? Hier irgendwo, ne? Ah, hier wahrscheinlich. Hm. Na, was soll's. Gut, und hoch hier. Ja, bitte. So, verlasse den Untergrund. Dann reden wir nochmal mit dem General. Krylov war's, ne? So, und schon sind hier sehr viel mehr Wächter. Und, ja. Du schaffst es. Ich glaube an dich, dass du da rauskommst. Der übliche Tote. Oder die üblichen Toten. Ich weiß nicht, warum sie sterben. Aber sie tun's. Lauft schneller, oder die Blutsauger werden an euch knabbern. So. General Krylov. Du willst reden? Ich bin ganz Ohr. Du hast deine Pflicht mit Bravour erfüllt, Söldner. Hier, das ist von mir. Er wird dir in der Zone von Nutzen sein. 10.000, definitiv. Danke für die Belohnung. Ich bin stolz, den Wächtern dienen zu dürfen. So, aber bevor wir uns hier weiter durchlesen, was die Wächter so sind und was sie machen und so weiter... Und weil wir hier auch noch ein komplettes Stalker-Lager haben, das machen wir alles nächstes Mal. Ja, erkunden wir dann nochmal richtig. So, und jetzt, und deswegen wird es auch zu keinen weiteren Wegzöllen mehr kommen, jetzt wo die Wächter nicht mehr mit den Mutanten beschäftigt sind, haben sie auch vor, sich etwas weiter auszubreiten. Und das heißt, sie werden diese beiden Positionen hier einnehmen. Haben sie schon. Wächter und hier unten. Ne, hier unten sind es noch Banditen. Auf jeden Fall, hier sind es die Stalker. Hier Freiheit und hier die Wächter. Das heißt, so ziemlich jeder Weg, den die Banditen vorher besetzt haben und wodurch sie die Wegzoll verlangen könnten, ist jetzt nicht mehr. Wir sind wegzollfrei, können uns endlich ein bisschen besser darum... Naja, wir haben vorher auch schon ganz gut Geld gemacht... 37.000 einfach so zu verlieren, das war wirklich dämlich von mir, aber kann man nicht rückgängig machen. Doch, kann man, aber sollte ich nicht. Gut. Das heißt, nächstes Mal machen wir das Agroprom-Forschungsinstitut noch zu Ende, mit Reden und Erkunden und so weiter. Und dann gibt's auch schon die Fraktionskriege. Ganz richtig gehört. Dann werden wir uns nach und nach den Leuten anschließen. Und ich glaube, am einfachsten wäre es, wenn wir erst die Wächter machen, dann Freiheit, dann die Banditen. Und ich glaube, zum Schluss, was ich auch in meinen Hauptspielstand mit reinnehme, die Stalker-Fraktion. Und meine Güte, das sind eine Menge Mutanten. Na gut. Okay.
Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Was ist das Problem? Ciao.